Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nada Brahma, die Welt ist Klang. Heute mit Miroslav Grosser. Miroslav erforscht seine Stimme schon seit frühester Kindheit. Er hat seit 25 Jahren ein Stimmlabor in Berlin und bietet Menschen Begleitung und Inspiration an, die eigene Stimme zu erkennen, zu erforschen und zu befreien. Er hat ein unglaubliches Wissen darüber, was durch die Stimme möglich ist und was in der Stimme verborgen ist. Er bietet ganz wundervolle Kurse an, auch online. Und ich freue mich schon im Oktober nochmal die 8 Dimensionen der Stimme wiederholen zu dürfen. Ja, was gibt es viel mehr zu sagen? Im Hintergrund hört ihr Obertöne von Miroslav. In der Stimme liegt so unglaublich viel verborgen. So viel Heilung, so viel Erkennen, so viel Befreiung, dass ich mich sehr, sehr freue, jetzt einiges von dem Wissen von Miroslav mit euch teilen zu können. Viel Freude. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Hallo, lieber Miroslav, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Nada. Schön, dass wir dieses Interview jetzt zusammenführen. Miroslav Grosser, ich weiß nicht, wer ihn schon kennt. Wenn nicht, dann wird es jetzt Zeit. Und das ist mit ein Grund, weshalb dieses Gespräch auch stattfindet. Weil ich kenne dich, ich glaube, ich habe ab und zu mal früher ein Video von dir gesehen auf YouTube mit Obertonen und habe dann auch ein bisschen da, glaube ich, dich auch, ja, deine Art und Weise, wie du dahin führst. Aber habe dich jetzt tatsächlich erst über die Songlife Family von Michael Stillwater kennengelernt, weil da wurdest du empfohlen und durfte jetzt die 8 Dimensionen der Stimme, den Online-Kurs bei dir mitmachen. Konnte leider nicht präsent sein, aber man kann es auch nachholen und freue mich dann schon, ab 1. Oktober bietest du es nochmal an, dass ich dann richtig live dabei sein kann und einfach an dieser Stelle, bevor wir dann richtig eintauchen in Nada Brahma, die Welt des Klang, du hast mich so abgeholt oder du holst mich so sehr ab und du sprichst so sehr aus meinem Wahrnehmen und Erleben der Stimme, dessen, in was wir leben, als wer wir leben, und hast einfach so eine wundervolle Art, die Menschen zu ermutigen, was mir ja auch ganz tolle liegt, zu ermutigen, ihre Stimme zu erforschen, auch ganz viel Bedeutsamkeit und auch Wissen über Stimme. Du hast ja ein Stimmlabor, schon länger. Und du bist sehr präsent und du bist sehr einladend, gibst sehr viel Raum und dennoch sehr viel Klarheit. Also ihr merkt schon, ich schwärme, weil ich habe ja schon viel gemacht, aber der Kurs bei dir, jede Dimension, ist so unglaublich wertvoll, dass ich es wirklich jedem ans Herz legen kann. Lieber Miroslav, magst du, das ist so meine Eingangsfrage fast, weil das für mich die Essenz ist, von dir, wie erlebst du, was ist für dich Musik? Und wo darin in der Welt des Klangs ist die Stimme, weil da bist du ja auch sehr präsent in deiner Präsenz online oder so. Vielleicht magst du uns da einfach erzählen über dein Leben. Ja, danke, liebe Nada, auch für diese wohlwollenden, einleitenden Worte. So, das freut mich natürlich, dass es bei dir auf Resonanz geschwungen ist, ja. Gestoßen passt da nicht so ganz, dieses Wort. Und ja, zum Glück ist es tatsächlich so, dass ich das Glück habe, wirklich viele Menschen erreichen zu dürfen, die sich abgeholt fühlen, wie du so schön sagtest, weil ich sehr tief getaucht bin mit dem Klang. Und zwar schon sehr früh, und zwar auch im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich bin schon als Kind
unter Wasser mit dem Klang so intensiv in Kontakt gekommen über die Blubberblasen, die wir so als Kinder machen. Die haben mich so fasziniert, dass ich da in diese Obertonharmonien und Melodien hineingelauscht habe und die angefangen habe zu gestalten, was mir erst sehr spät ge bewusst geworden ist, dass es der Anfang war meines Forschens. Was ist denn der Klang überhaupt? Was ist denn da das Besondere dran? Was ist das Wesentliche an Musik? Was ist die Essenz des Klanges? Das war so eine Fragestellung, mit der ich schon als Kind und Jugendlicher unterwegs war, weil ich als improvisierender Musiker, der ich sehr früh geworden bin, weil ich keine Lust hatte, die Noten zu spielen, die mir so vorgelegt wurden, habe ich halt besondere Erfahrungen machen dürfen. Die gingen mir auch richtig tief rein, auch ins Energiesystem, was ich dann dadurch auch besser spüren konnte. Und auch ins Bewusstsein, wo ich gemerkt habe, wow, die Klänge, die machen wirklich was mit mir. Ich konnte noch nicht begreifen und erfassen, was genau. Aber es war so ein Faszinosum, dass mich diese Magie sehr schnell sozusagen gecatcht hat. Und ich da dran geblieben bin, obwohl ich auch nebenbei andere Sachen gemacht habe, wie eine Lehre und eine Ausbildung und ein Studium, was ich dann später abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, ach, ich werde wohl eher doch kein guter Techniker. Ich glaube, ich habe doch eine andere Bestimmung. Und nach der habe ich auch immer geforscht und gefragt und darauf auch Antworten bekommen. Und zwar immer in die gleiche Richtung, ne? Es ging immer um Klang und Stimme. Dann habe ich irgendwann aufgehört zu fragen und mich entschieden, okay, gut. Dann werde ich mich jetzt da voll und ganz hinein vertiefen und habe übrigens die Stimme sehr spät als Instrument erst entdeckt, weil ich eben mehr mit Musikinstrumenten unterwegs war, mich als Musiker begriffen und gefühlt habe und dann aber gemerkt habe, in dem Kontakt mit den Obertönen, ja, über die Forschung von Joachim Ernst Behrendt und seine Hörpublikationen, wo wirklich Hörbeispiele aus aller Welt präsentiert wurden, die mich sehr geflasht haben, die wirklich eine Offenbarung für mich waren. Und wo ich dann gemerkt habe, ah, stimmt ja, die Stimme ist ja unser direktestes Instrument. So, und da ist ja gar kein Filter mehr zwischen mir und dem Instrument, wenn ich die Stimme musikalisch einsetze. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht, gar nicht so viel in Form von Gesang. Auch wenn ich als Kind relativ viel gesungen habe, auch privat in der Familie haben wir eine Gesangskultur gehabt. Aber ich habe dann tatsächlich angefangen, die Stimme als Instrument zu nutzen, und zwar insbesondere mit den Obertönen. Das heißt also, ich habe gelernt, mit einem einzigen Klang Musik zu machen und das Innere des Klanges sozusagen zu offenbaren und habe dadurch sehr viel vom Klang gelernt, habe den Klang auch als Lehrer begriffen und wert zu schätzen gelernt und ja, bin dann auch irgendwann in tiefere Kommunikation mit ihm gekommen. Das heißt also, ich habe so eine Art telepathische Verbindung mit dem Spirit des Klanges, mit dem Wesen des Klanges und kann mich mit ihm austauschen, was ganz praktisch ist für das Buch, was ich jetzt gerade schreibe, über die Natur des einen Klanges, ja, wo wir sozusagen zusammen das Buch schreiben und ich Informationen bekomme, die ich als Mensch so noch nicht gehabt habe oder nicht so hätte formulieren können, ne, wie der Klang es selbst kann. Wenn ich mich dem Klang, und so habe ich es immer mehr gemacht, nicht nur als Improvisationsmusiker, sondern auch über die Sprache und die Stimmcoachings, die ich anbiete, wenn ich mich dem Klang gewissermaßen auch als Sprachrohr, als Kanal zur Verfügung stelle und das Leben dadurch durch mich wirken kann. Ich sage manchmal auch gern, ich fühle mich als eine Stimme des Lebens, so, weil ich gelernt habe von diesen Ego-Ideen, was jetzt gut ist und was besser sein könnte und was jetzt getan werden sollte, davon habe ich immer mehr loslassen können, ja, weil ich gemerkt habe, es ist nicht so hilfreich wie die Hingabe an den Klang. Da geschieht mehr Magie, da geschieht mehr Transformation, mehr Bereicherndes für alle Beteiligten, auch für mich. So, das ist sozusagen meine Spezialisierung und von daher ist Musik für mich, ja, einen Großteil meines Lebens ausmachend und sogar dahin führend, dass ich sage, ich kann mittlerweile das ganze Leben als Musik erfassen und begreifen. Jede Bewegung, die ich jetzt gerade mache, ist ja auch eine Schwingung, auch wenn sie so langsam ist, dass wir sie noch nicht als Klang wahrnehmen können. Aber wenn wir in dieses Schwingungsbewusstsein immer tiefer eintauchen, dann merken wir, okay, da gibt's kein Ende. Also es ist die ganze Zeit am Wabern und Schwingen, ein Ozean von Schwingungen gewissermaßen, in denen wir
uns hinein fokussieren können an bestimmte Stellen. Und wir können aber auch unser Bewusstsein immer wieder ausdehnen und mehr das große Ganze wahrnehmen, ja, dass wir nicht so anhaften an eine bestimmte Schwingung, die jetzt unbedingt sein soll und muss, sondern wir können auch immer wieder loslassen und merken, okay, die will schon wieder weiter sich verwandeln, diese Schwingung. Und vielleicht sollte ich mal mit den Schwingungen jetzt lieber umgehen und mich anfreunden, die da jetzt gerade auf mich zukommen, ja, und die gerade durch mich durch wollen. So, und diese Fokussierung auf das Jetzt ist dadurch auch ein ganz großer Bestandteil meiner Arbeit und auch meiner Lebensweise geworden. Und es fühlt sich sehr gut an, weil ich dadurch mich in dieser, sag mal, Symphonie des Lebens sehr, sehr wohl fühle und das Gefühl habe, ja, es musiziert durch mich, auch wenn ich still bin. Ja, weil einfach die Schwingungen die ganze Zeit am Arbeiten sind und ich kann die immer subtiler auch wahrnehmen. Ja, und das ist so das, was ich dazu erstmal sagen mag zu deiner ersten Frage. Ja, vielen Dank. Das ist so, so reich, so unendlich groß. Gerade jetzt spüre ich gerade hin, wo mag ich gerne mit auch den Zuhörern mehr in die Tiefe noch tauchen. Du bist immer wieder was so wie so ein Wellenreiter, hatte ich das Gefühl, warst du jetzt und hast alles Mögliche so angeklungen. Vielleicht, wenn du magst, erzählst du uns ein bisschen mehr über das Wesen des Klangs. Oder greift es deinem Buch schon dann ein bisschen vor oder kannst du ein bisschen Selbstverständlich. was? Na, sehr gerne teile ich was von dem, was ich schon vom Klang erfahren habe, wodurch ich mich auch vom Klang sehr unterstützt gefühlt habe. Und ich mag mit diesem Aspekt des in Frieden und in Einklang kommens beginnen. So, weil in dem Moment, wo wir Konzepte und Ideen haben, wie das Leben anders sein sollte, als es jetzt gerade ist, baut es ja gewissermaßen sofort eine Konfliktspannung auf. So. Und die kann auch anstrengend sein. Ja, so, je länger und je größer die sich aufbaut, in diesem Unterschied von das, was jetzt gerade ist, was jetzt gerade schwingt, und das, was ich meine, was schwingen sollte oder müsste oder dürfte, könnte, ja, von anderen auch manchmal gewollt, ja, aber will ich denn das? Also der Klang hat mir geholfen, in diese Selbstbestimmung zu kommen, selbst auf der innersten Ebene zu wählen, welche Art von Schwingungsqualität ich gerne erleben möchte. Und mich darauf zu fokussieren, hilft ungemein, in diesen Frieden zu kommen, weil der ist einfach eine sehr hohe, wertvolle Qualität, die ich als, ja, eine Priorität auch ansetze. Und wo ich in dem Moment, wo ich anfange zu lauschen, mich da sehr schön schnell hinbegeben kann in diesen Frieden mit dem, was jetzt gerade schwingt. So, das ist quasi eine Bestätigung, ein großes Ja in mir zu dem, was in mir ist und zu dem, was um mich herum ist. Und wenn um mich herum etwas ist, was aber nicht in Resonanz ist mit dem, was in mir ist, dann ist eben die Frage, ja, wie gehe ich denn damit um? Ja, kann ich mich innerlich verwandeln und verändern, um wieder in Resonanz zu kommen? Kann ich im Außen etwas verändern? Oder geht es einfach darum, dass ich mich zum Ausdruck bringe und wirklich benenne, was für mich nicht in Resonanz ist und was ich wirklich auch ändern möchte und geändert brauche, um mich hier an diesem Ort mit diesen Menschen in dieser Situation weiterhin wohlfühlen zu können. Und dieses sich ausdrücken, was der Klang ja gewissermaßen permanent macht, das ist ja gewissermaßen seine Natur, sich zu zeigen. Der ist permanent in Bewegung und zeigt sich, ja. Und da ist die Idee der Welle ja drin, ja, das Eintauchen und Auftauchen und immer wieder zwischen Polaritäten sich auch zu bewegen. Ja, so, der Klang ist eben kein Laserstrahl, der ist ja in sich selber nochmal eine Schwingung, ne, auch wenn wir die nicht so wahrnehmen, sondern denken, der ist gerade. Nein, aber es ist ja auch eine Schwingung. Und dieses Schwingen zwischen Polaritäten, das ist aus meiner Sicht das, was den Klang auch auszeichnet. Zwischen zwei Zuständen schwingt er hin und her. Ja, und macht uns damit deutlich, die können miteinander verbunden sein. Und zwar in genau diesem Schwingen, in diesem Tanz, dass ich beide Polaritäten immer wieder abhole. Ne, nicht mich zu lange auf die eine fokussiere und da eine Anhaftung entwickle, sondern merke, okay, die andere gehört noch mit dazu, zu diesem Schwingen, zu diesem Tanzen können damit.
Ja, sonst bleibt es in einer Erstarrung. Und das ist dann eben auch das Gegenteil von Lebendigkeit. Na, wenn wir dann zu lange mit etwas, ja, so festhaltend unterwegs sind, dann bringt uns das Leben ziemlich oft, ziemlich schnell dann dazu, hey, guck mal, hier ist noch eine andere Polarität, da darfst du auch mal hinschauen, die gehört noch dazu, ja, so, die wollen zusammenschwingen. So. Und insofern, ja, habe ich vom Klang gelernt, in den Einklang zu kommen mit mir und auch dem Leben, ja, und den Frieden zu finden, der so die Basis ist von allem anderen. Und ich hatte die Selbstbestimmung jetzt schon erwähnt. Ja, ich habe den Eindruck, dass auch im Klang sehr viel Bewusstheit ist und dass der Klang ein Ausdruck der Liebe ist, die sozusagen Raum gibt für ganz vieles, um nicht zu sagen alles. So, und ich selbst habe eben auch diese Idee von Schwingungswesen, was wir Menschen alle sind, sehr komplexe Schwingungswesen, so mit Grundschwingungen, Grundfrequenzen und dazugehörigen Obertonharmonien, die im Idealfall eben ein harmonisches Ganzes ergeben, ja, wo eben dieses Gefühl von, ja, ich bin mit mir selbst in Harmonie, schön wäre, wenn das erlebbar ist. Und da heraus aber die Möglichkeit eben auch selbst mitzubestimmen. Und da ist ja immer die Frage, wie will ich denn mitbestimmen im Leben? Wie will ich denn mitgestalten? Auf welche Weise? Will ich da mein eigenes durchdrücken? Oder schaffe ich das im Zusammenhang mit der Gemeinschaft und der Gesellschaft, mit der Situation, die wir gemeinsam haben, das herauszufinden, was eben an Schwingung jetzt gerade passt für diese auch immer wieder Gruppensituation. Na, so. Klar, allein in unserem stillen Kämmerchen können wir auch schon einiges Spannendes erleben, aber so richtig spannend wird es dann erst im Kontakt und in den Beziehungen, die aus meiner Sicht eben auch Schwingungen sind, die hin und her schwingen zwischen denen, die miteinander in Beziehung sind. Insofern ist das auch als Klanggeschehen begreifbar, selbst wenn wir im engeren Sinne den Klang als das bezeichnen, was Menschen hören können mit ihren physischen Ohren. Aber wie Joachim Ernst Behrendt auch in seinem Buch richtig betitelt hat, das dritte Ohr ist eben auch eine Idee, die zum Ausdruck bringt, dass wir auch geistige Ohren haben und dass wir auch auf sehr feinstofflichen Ebenen Schwingungen wahrnehmen können. Ob das nun wirklich auditiv geschieht bei Menschen, die wirklich als hellhörig bezeichnet und betrachtet werden können, ähnlich wie andere Menschen eben eher hellsichtig sind oder hellwissend oder hellfühlend. So handelt es sich doch immer um eine Wahrnehmungsfähigkeit von sehr feinen Schwingungszuständen und Entwicklungen mit der Frage, wie gehe ich damit um? Wie kann ich die nutzen? Kann ich erstmal in mir selbst diese harmonische Ordnung schaffen, die nämlich der Klang selbst auch transportiert und uns daran erinnert? Der Klang in sich ist ja ein harmonisches Schwingungsgebilde, was nicht nur aus einer Frequenz besteht, sondern eben aus diesen vielen Naturtönen, auch Obertönen genannt, manchmal auch Partialtöne, sind alles Synonyme füreinander, ne? Teiltöne, harmonische Schwingungen, die miteinander ein sehr geordnetes mathematisches Verhältnis haben und sich aufeinander beziehen. Ne? Also Klangwellen innerhalb eines Klanges sind alle in geordneter Beziehung miteinander. So, das heißt also, es unterstützt mich, mit dem Klang in Kontakt zu sein, das zu ordnen, was in mir schwingt. Ja, da zeigt mir der Klang nämlich sehr schnell auf, wo da noch eine Unordnung im System ist. Gerade wenn wir mit der Stimme agieren, die ist so hochsensibel, die reagiert auf jeden einzelnen Gedanken, den wir haben. Ja, geschweige denn auch noch natürlich auf andere Umstände, die die Schwingungsqualität unserer Stimme permanent beeinflussen. Das ist ein hochkomplexes, multifaktorielles Geschehen, was wir nicht so runter reduzieren können auf wenn dann, sondern das ist einfach in Verbindung und im Verbund mit all den Schwingungen um uns drum herum. Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch schon früher und auch schon in der Zukunft. Die Vergangenheit schwingt in uns rein, die Zukunft schwingt in uns rein. So, und in diesem Jetzt dürfen wir damit umgehen, mit diesem hochkomplexen Schwingungsgeschehen. Ja, und der Klang zeigt es uns sozusagen in der Essentialität, in der Einfachheit, dass da Harmonie möglich ist und dass es auch
einen stillen Raum gibt. Und zwar sogar im Klang selbst. Na, wenn ich diese symbolhaften Frequenzen jetzt hier nochmal so bildlich darstelle, dann ist dazwischen ja die Stille. Stille, Stille, Stille. Ja? Und hier ist eine vibrierende Energie. Man könnte sogar sagen, es ist vibrierende Stille. So, diese Verbindung zum Raum und zur Stille ist etwas, was mir geholfen hat, mein Bewusstsein sehr stark auszudehnen, auszuweiten, zu spüren, okay, ich habe die Möglichkeit, mich eben nicht zu identifizieren mit einer Sache, mit einem Konzept, mit einer Identität, auch Rollenidentität zum Beispiel, sondern ich kann es offen lassen, ich kann diesen Raum spüren, den ich bin und mich mehr mit dem verbinden, was eben auch meine Essenz ist, nämlich wahrnehmendes Bewusstsein, ja, was aber eben mit der Energie zusammen, ja, die ich gerne auch als weiblich bezeichne, ja, wenn wir das mal aufteilen in diese Urpolarität männlich-weiblich, ja, dann würde ich halt sagen, das Bewusstsein, was manchmal so mit dem Shiva-Bewusstsein verbunden wird, könnten wir als männlich empfinden und die Energie als weiblich. Und die tanzen ja miteinander. Die sind auch in einer Beziehung miteinander, die nicht getrennt und gelöst werden kann. Wo Bewusstsein ist, da ist Energie. Wo Energie ist, da ist Bewusstsein. So, und all solche wundervollen philosophischen Erkenntnisse habe ich viel vom Klang geschenkt bekommen, ne, weil ich sehr, sehr lange und sehr tief mit ihm unterwegs war und bin und immer wieder Neues auch entdecke und erlebe. Punkt. Ich glaube, da kommt kein Punkt. Nee. Es ist wirklich erstaunlich, weil ich jetzt wieder das erlebe, was ich bei dir im Kurs schon erlebt habe. Ihr merkt schon, da ist ganz viel Wissen und man merkt, das ist kein gelesenes, es ist ein erfahrenes, ein tief getauchtes, erfahrenes, erkanntes, erkennendes Teilen. Aber auch viel Wissen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, du sprichst sehr multidimensional. Also da waren jetzt so viele Ebenen. Da war die Information und da waren jetzt ganz viele Ebenen, in die du eingeladen hast. So habe ich jetzt erlebt, in diese Welt des Klangs. Und es war so ein Bild da. Du hast uns wieder mit in dieses Meer des Klangs genommen. Ich hatte das Gefühl, als Delfine nicht nur jetzt über die Wellen zu surfen, sondern wirklich teilweise tief zu tauchen, zu spielen. Ja, ich weiß nicht, wie es den Zuhörern und Zuschauern geht, aber selbst in diesem Moment, dadurch, dass du da so eine tiefe Erfahrung und so einen tiefen Zugang zu der Welt des Klangs hat, bist du für mich wie so eine Doorway, so eine Möglichkeit, über deine Erfahrung, über deine Präsenz mit all diesen Dimensionen einen Zugang zu haben. Dafür danke ich dir jetzt erstmal. Und dass du das auch noch so informativ in Worte packen kannst, was ich finde, ich sehr schwierig ist in diesem multidimensionalen, ja auch sehr stillen Klangwesenswunder. Und vielleicht magst du über das Lauschen noch ein bisschen tiefer mit uns tauchen. So dieses, ja. Ja. Also ich wüsste jetzt, ich weiß nicht, wo ich gerade anpacke, weil das ist, ihr Lieben, kommt einfach in den Kurs und du bietest da ganz viel an. Ihr merkt schon, da ist ganz viel. Aber ich mag vielleicht, dass wir hier im Miteinander so ab und zu mal in diese, ja, nein, nicht ab und zu, jetzt merke ich, meine Worte sind fertig, lass dich wieder. Also, ich finde es einen sehr schönen Ansatz, darüber etwas tiefer und näher zu sprechen, weil das ist ja die Basis unserer Klangwahrnehmung. Das sogenannte Lauschen, was eben mehr ist als Hören, also eine Kombination aus Hören und Fühlen. Und ich bezeichne das Lauschen auch gerne als ein Wahrnehmen von Schwingungen mit allen uns verfügbaren Sinnen. Ja, auch da möchte ich keinen Sinn ausgrenzen. Denn wir wissen zum Beispiel, dass die Haut bis 130.000 Hertz nachweislich Frequenzen wahrnehmen kann, was etwa sechsmal so viel ist, wie das, was das Ohr wahrnehmen kann, physisch, ne, von dem, was gemessen wurde. So, wir müssen da immer auch bedenken, dass unsere Messinstrumente beschränkt sind. So, weil ich glaube, dass wir über den Klang, und das wäre eine weitere Essenz des Klanges, eine Verbindung zur Unendlichkeit herstellen können.
weil der Klang eben diese Verbindung hat, ne? Über die Obertonreihe, die halt bis in die höchsten Frequenzen hineinragt, die wir nicht mehr erfassen können. Weder mit unseren Messinstrumenten noch mit unserem Sensorium, jedenfalls nicht bewusst, aber eben intuitiv und unterbewusst doch. Und deswegen sind die analogen Klänge auch so dermaßen wichtig, wo eben nicht die Frequenzen oben und manchmal auch noch unten abgeschnitten wurden und dann auch noch zerhackstückelt in die Digitalisierung, so wo diese Verbindung zur Unendlichkeit, die uns die Natur liefert mit ihren Naturklängen und eben auch ja, selbstgemachter Musik, ne, handgemachter Musik, wirklich live gespielt, gesungen, uns liefern kann, das ist einfach so ein hoher Wert, dass wir den gar nicht überschätzen können, sondern uns wirklich immer wieder daran erinnern sollten und dem den Vorzug geben. Ja. Deswegen mag ich jetzt mal gerne darüber sprechen, was Lauschen nach meiner Empfindung ist und wie wir da auch einen Zugang bekommen können. Um wirklich tief lauschen zu können, braucht es natürlich auch erstmal eine gewisse Stille in uns. So, und wie kann die erreicht werden, damit die ganzen vielen Nebengeräusche und das Geplappere in unserem Hirn gewissermaßen zur Ruhe kommt und wir überhaupt den Raum der Stille in uns haben, der es uns ermöglicht, auf einer sehr feinen Ebene feinere Schwingungen wahrzunehmen, als nur einfach nur mal den groben Klang zu hören, der da auf der obersten, oberflächlichsten Ebene eben tatsächlich auch im Nada-Yoga, also im Klang-Yoga, als grob bezeichnet wird. Weil es eben nur die physische Ebene ist, die eben nur eine von vielen Ebenen ist. Und den Klang ganzheitlich wahrzunehmen bedeutet eben auch in die anderen Ebenen einzutauchen, was mit dem Wort Lauschen eben gemeint ist, dass wir nicht nur hinhören, was schon ja viel ist, aktives Zuhören ist ja schon eine hohe Kunst. Danke, dass du sie so meisterlich beherrschst und praktizierst, liebe Nada, weil das öffnet eben einen Raum, ja, in dem Magie geschehen kann, die Magie des Lebens. So, dafür braucht es auch raumhaltende Bewusstseine, spreche ich mal jetzt in dieser Mehrzahl, die das ermöglichen, dass in diesem Raum dann eben das Leben sich frei bewegen kann. Und das ist auch aus meiner Sicht mit dem Lauschen sehr gut unterstützt, weil das Lauschen ist eben keine Aktion in dem Sinne, dass wir irgendwas Körperliches machen oder irgendwas Mentales machen, sondern das Lauschen ist etwas, wo wir in eine bewusste Passivität des Äußeren gehen, um auf der inneren Ebene diese hohe Präsenz auf das höchstmögliche Niveau zu fahren. Ja, wie viel ist denn eigentlich hundertprozentige Präsenz und Bewusstheit? War ich da überhaupt jemals schon? Ich persönlich habe schon oft gemerkt, wie ich immer noch unterhalb dieser 100% bin, obwohl ich da schon ja, ein Gefühl für habe und auch ab und zu mal da schon hingekommen bin. Aber es gibt so viel, was in uns agiert, dass es gar nicht so leicht ist, das wirklich alles zur Ruhe zu bringen und dadurch wirklich den Raum zu haben, um zu erlauschen, was denn dieser Moment, diese Wahrheit des Moments, die ich auch gerne als Istheit des Moments bezeichne, uns jetzt gerade schenken mag. Ja, bin ich dafür offen, das wirklich vollumfänglich zu empfangen, was mit Lauschen auch gemeint ist. Ja, ich empfange die Schwingungen, die jetzt gerade in diesem Moment mich erreichen. Und ich habe dagegen keinen Widerstand, ich habe da keine Wertung drauf, ich habe keine Idee, kein Konzept, wie es anders oder besser sein sollte, sondern ich nehme die Schwingungen erstmal so an, wie sie kommen. Und lasse sie in mir auch wirken. Ich erlaube, dass sie zur Wirkung kommen. Weil dann erst kann ich auch darüber eine Aussage treffen, beziehungsweise erstmal wahrnehmen, was passiert denn mit mir durch diese eine Schwingung oder dieses Geschehen, was ja in der Regel auch ein Mix ist aus vielen Schwingungen. Ja, und da sich auf eine Schwingung zu fokussieren, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das fokussierte Lauschen auch zu erlernen, zu praktizieren, um eben eine besondere Schwingung zu erfassen in ihrer Wirkung. Ja, wie zum Beispiel innerhalb des Klanges es möglich ist,
die Besonderheit einer einzelnen Obertonschwingung zu erfassen, was die denn mit mir macht. Was ist denn der Unterschied zu der benachbarten Obertonschwingung? Und zwar rede ich jetzt davon innerhalb eines Klanges. Aber ja, wir könnten auch erstmal anfangen mit zwei unterschiedlichen Klängen. Ja, auf einer ganz normalen Ebene wie einem Instrument oder einer Stimme, die halt zwei Töne einfach mal abwechselnd schwingen lässt. So auch da schon wieder eine Klangschwingung innerhalb der zwei, die wir abwechseln können, um zu spüren, was ist genau die unterschiedliche Wirkung von dem höheren Klang im Vergleich zu dem tieferen Klang. Oder wenn wir es mal nicht mit tief und hoch bezeichnen, einfach von diesen beiden Klängen unterschiedlicher Qualität. So, das würde uns ermöglichen, damit dann auch anders zu agieren. Wir können dann bewusster als Musikerinnen und Musiker, als Sängerinnen und Sänger und auch als Sprechende mit solchen Klängen agieren. Wenn wir zum Beispiel jetzt beim Sprechen auf die Qualität unserer Worte wirklich anfangen zu lauschen, dann spüren wir ja auch in uns, was macht denn dieser Klang mit mir jetzt gerade? Dieser Klang dieses Wortes. So. Und ist das die Qualität, die ich mir und meinem Gegenüber wünsche? Wenn ich mal die höchste wohlwollende Absicht da voraussetze, ja, ist das dann auch schon verwirklicht, diese Absicht? Oder gibt es eine Möglichkeit, da noch mehr Wohlwollen, noch mehr Wertschätzung, noch mehr Liebesfähigkeit und Beziehungsfähigkeit und Verbindungsfähigkeit reinzulegen in dieses Wort, in diesen Klang, den ich jetzt gerade rüber sende, rüber schwinge. So, und das fängt natürlich immer mit uns selbst an, ne? So, dass wir das lernen, wie spreche ich denn mit mir selbst? Habe ich das wirklich schon bewusst wahrgenommen und erlauscht, was ich da mit mir mache, jeden einzelnen Tag, von morgens bis abends? Ist das wirklich das Höchstmögliche, was ich mir selber gönne, gönnen möchte, ja, an Qualität, an Schwingungsqualität, die ich mir selber auch permanent geben kann? Ja, und wie geht das, dass ich da in ein Wohlwollen komme und in eine Liebe, die es mir dann ermöglicht, erfüllt zu sein, ohne das von außen erwarten zu brauchen, dass die anderen so sein sollten, wie ich mir wünsche, dass ich es von ihnen bekomme an Schwingungen. Ey, wir können doch erstmal anfangen, uns das selber zu geben. So, und das ermöglicht dann interessanterweise, dass wir es auch anderen geben können und dass das dann auch interessanterweise zurückschwingt. So, nicht immer, aber viel häufiger, als wenn ich es nicht täte, mein Bestes in die Welt zu geben. Und das ist auch eine Absicht, ja, also die wir da optimieren können, und die Absicht ist ja auch etwas, was wir erlauschen können. Was ist denn meine höchste Absicht in diesem Leben, in dieser Situation, in diesem Moment? Ja. Woher bekomme ich denn die Information, was jetzt die höchste Absicht ist? Ja, Menschen sind unterschiedlich in ihren Antennen und Sensorien, mit denen sie sowas wahrnehmen. Ja. Es kann sein, manche fühlen das als Impuls. Manche sehen das und verwirklichen das dann. Und manche von uns, die hören das tatsächlich. Ja, und die werden durch das Lauschen immer tiefer mit sich selbst verbunden. Klar wäre es gut, wenn jeder Mensch das Lauschen optimal verfügbar hat, ne, weil es einfach ein wertvoller Sinn ist, so wie die Augen ja auch wertvoll sind, ne? Es wäre toll, wenn jeder sehen könnte. Und wenn jeder Mensch fühlen könnte. So. Im Idealfall haben wir alle diese Sensorien gemeinsam zur Verfügung, weil sie dann eben auch ein großes Ganzes ergeben, was eben auch als großes Ganzes schwingen kann und nicht getrennt in verschiedenen Schubladen, die dann erst wieder zusammengefügt werden möchten, um daraus was Ganzes zu bilden. Nein, wir können als Ganzes uns schwingungsfähig machen, und die Ohren sind aber sowas wie ein Schlüssel dafür, um uns als Ganzes schwingungsfähig werden zu lassen und da uns wieder hinein zu entspannen, dass wir schon schwingungsfähig sind, dass wir die ganze Zeit am Schwingen sind und dass es ja darum geht, das bewusster wahrzunehmen, um zu schauen, wie wir es noch mehr optimieren können, und zwar ohne diesen Optimierungswahn, sondern eben in diesem sich
einfach erinnern, dass es sein darf. So wie ich jetzt schwinge, darf sein. So, das ist eine ganz wichtige Erlaubnis, die uns aus dieser Falle rausholt, dass wir immer anders sein sollten, als wir jetzt gerade sind. So, und ja, für mich ist das Lauschen da ein guter Schlüssel zu. Magst du mit uns deine Stimme teilen? Vielleicht später. Ich habe gerade den Impuls, Nada, dass wir eine kleine Lauschübung machen gemeinsam. Und zwar aus der Tradition des Nada-Yoga, des Yoga des Klanges, wo das Lauschen natürlich eine sehr große Rolle spielt, sowohl auf die äußeren Klänge als auch auf die inneren Klänge. Ich mag eine der wertvollsten Übungen teilen, die ich vom Nada-Yoga gelernt habe, und zwar von meinem Lehrer Sangeet Waldner, der leider schon verstorben ist. Von ihm habe ich Obertongesang und Nada-Yoga gelernt. Und was mir sehr, sehr geholfen hat, ist das Lauschen hinter die Klänge. Denn die Klänge selber sind ja auch etwas, was sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, immer wieder. Und zwar von schon vor unserer Geburt. Es gibt diese Nachweise, dass auch vorgeburtliche Kommunikation später erinnert werden kann von den Erwachsenen, die zum Beispiel durch Rückführung nochmal wiedergeben können, was gesagt wurde, während sie noch im Mutterleib waren. Das heißt also, das Hören beginnt sehr früh, ist ja auch das erste Organ, was fertig ist, das Ohr, die Ohren. Und es ist auch der letzte Sinn, der verklingt, wenn wir rübergehen ins sogenannte Jenseits. Ja, wenn wir diesen Weg gehen aus dem physischen Körper hinaus, dann ist der Hörsinn der letzte. Das heißt also, wir haben eine große Anhaftung als Menschen an die Klänge. Und Nada Yoga ist ein Teilbereich vom Laya Yoga. Laya Yoga beschäftigt sich mit der Auflösung der Anhaftungen des Geistes, um eben in Kontakt zu kommen mit der Wahrheit des Seins. Und eine dieser Übungen geht eben so, dass du erstmal einfach nur wahrnimmst, was gibt es jetzt alles gerade zu hören in dir und um dich herum. Atme doch einfach mal ein paar Mal tief ein und aus und nimm gerne schon den Atem auch als Einstiegsklang, um zu lauschen, was höre ich jetzt gerade alles. Und da gibt es immer was zu hören in dir und um dich herum. Und der Trick dieser Übung ist nun, dass du nicht anhaftest an den Klängen, die du hörst, sondern mit deinem Bewusstsein dahinter gehst, in den Raum hinter den Klängen. Und erlauschst, was du dann wahrnimmst. Und wenn da immer noch Klänge zu hören sind, dann geh mit deinem Bewusstsein weiter. Geh in den Raum hinter den Klängen, hinter den Tönen, die du jetzt wahrnimmst. Und diese Übung kann uns helfen, den Geist sehr ruhig werden zu lassen und in Kontakt zu kommen mit diesem stillen Raum, der auch in uns existiert.
der im Nada-Yoga Paranada genannt wird, der höchste Klang. Das ist die vollkommene Stille, die aber trotzdem voll ist von allen potenziellen Klängen, die aber nicht erklingen, sondern die sind nur potenziell in diesem Raum. So, und deswegen ist es auch ein Kontakt mit der Schöpfungsebene, von wo aus wir lernen können, bewusst eine Schwingung in die Welt zu setzen, bewusst zu manifestieren. Was ist mir gerade wichtig? Und wenn du magst, dann wähle doch mal eine Schwingung, die dir gerade wertvoll ist und die du jetzt einfach mal mit deinem schöpferischen Geist fokussierst, indem du zum Beispiel das Wort, was dazu passt, wie ein Mantra nutzt und die Schwingung davon fühlst. Welche Energie hat dieses Wort, dieser Satz vielleicht auch? Und dann lass es wirken in deinen Zellen und darüber hinaus. Spüre, dass es in dir schon da und verfügbar ist. Dann speichere dir das ab, dass du jederzeit mit deiner selektiven Wahrnehmung selbst wählen kannst, was jetzt gerade für dich als wahr schwingt. Und komm dann mit ein paar tiefen Atemzügen wieder zurück in diesen Raum hier. Ganz gut, die Finger und Zehen nochmal zu bewegen, dass du das Bewusstsein so ganz im Körper wieder spürst. Es geht ja auch um die Verkörperung von Bewusstsein im Körper. Das ist unser Container für unser Bewusstsein. Zumindest hier in dieser Welt, in dieser Ebene. Danke für die Reise nach Hause. Und da wir jetzt gerade so gut im Lauschen drin sind, könnte es jetzt vielleicht auch passen, dass ich noch ein paar Obertöne dazu singe, um einen Eindruck zu geben, für die Menschen, die vielleicht Obertongesang auch noch nie gehört haben. Ich werde erstmal beginnen, aus einem einzigen Klang die Obertöne herauszufiltern, zu isolieren, hörbar zu machen. Obwohl sie da immer schon drin schwingen. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Das heißt also, ich produziere die Obertöne jetzt nicht, die sind schon im Klang schwingend, sondern ich fokussiere nur auf einzelne Obertöne, sodass die dann einzeln wahrnehmbar sind. Weil sonst ist es für unser Gehirn, unser Nervensystem und unser Gehör wie eine Überforderung, kann nicht alle Obertöne gleichzeitig wahrnehmen. Wir können nur einzelne nacheinander wahrnehmen. So ein bisschen wie München, Hamburg und Berlin existieren ja auch gleichzeitig, aber wir können sie nicht gleichzeitig wahrnehmen. Wir müssen eins nach dem anderen abreisen und dann können wir da spüren, aha, Hamburg fühlt sich ganz anders an als München und als Berlin und als Köln. Ja, so. Ist ganz interessant, das nacheinander zu erleben, aber gleichzeitig ist es uns in der Physis nicht möglich. Noch nicht. Ne? Manche können es vielleicht schon. Ich arbeite noch dran, genau, an der Bilokation. Gut, lassen wir ein paar Obertöne erklingen. Dann kannst du ja mal spüren, was die mit dir machen. Ich schalte dazu jetzt meinen Originalton ein, in der Hoffnung, dass es dann noch ein bisschen besser rüberschwingt und nicht rausgefiltert wird von der Technik, was manchmal sonst passiert, wenn so Teilschwingungen als Kühlschranksurren missinterpretiert werden.
soll für jetzt schon mal reichen. Wer mehr mag, kann ja mal schauen nach Obertongesang. Gibt es ja im Netz mittlerweile wundervolle Hörbeispiele von verschiedensten Musikerinnen und Musikern, Sängerinnen und Sängern. Ja, danke, ja, danke dir. Und natürlich sind die Links. Ich mache den Originalton wieder aus. So, jetzt. Die Links über Miroslav habt ihr natürlich unter dem Video. Klickt auf mehr und dann habt ihr die Infos, wo ihr auch auf seine Angebote und Videos und ja, kommt. Mir fehlen tatsächlich die Worte jetzt. Es ist einfach eine ganz große Dankbarkeit, dass du eine Stimme des Klangs bist, im wahrsten Sinne des Wortes, des Wesens des Klangs. Und das ist ja mit ein Grund, weshalb es diese Gesprächsreihe jetzt von mir gibt, mehr Bewusstsein darüber zu den Menschen zu bringen, was das Wesen des Klangs und die Welt des Klangs und die Stimme und Bestimmung und Lauschen und all das, dem dadurch auch vielleicht mehr Priorität zu geben. Und du sagst, es ist das Nächste ja an uns, das ist immer da, das Rauschen und das Hören und das den Ausdruck meiner Bestimmung zu geben. Ja, danke, dass du so benannt hast als Stimme des Klanges. Ich habe manchmal schon gesagt, ich fühle mich als Botschafter des Klanges. Und ich betrachte den Klang eben als meinen Lehrer und ich weise gern auf diesen Lehrer hin. Ne? So, ich bin nur sein Botschafter, aber ich empfehle das direkte Lernen vom Klang, weil der Klang gibt uns direktes Feedback. So, kein Klang ist wie der andere, sondern er ist schon verwandelt. Schon allein durch die Tatsache, dass der Moment vergangen ist, in dem ein Klang geklungen ist, ist der nächste Moment schon einen anderen Klang produzierend, selbst wenn wir versuchen, den gleichen Klang zu machen. Es geht nicht. Also das ist meine Beobachtung. Der Klang ist so wandlungsfähig, wie wir selbst eben auch. Ich bin jetzt ein anderer Mensch als vor einer Sekunde. So, und das ist auch vom Klang sehr gut lernbar und spürbar. Und von daher, ja, macht es Sinn, sich mit seiner Lebendigkeit auch zu verbinden und zu verbünden, um zu lernen, flexibel zu bleiben, ja, so in Verwandlung. Und dazu brauchen wir auch, dass wir uns immer wieder weich machen, sowohl im Geist als auch im Körper, um dann aber auch bewusst wählen zu können, worauf möchte ich mich jetzt fokussieren. Ja, du hast vorhin meine Klarheit angesprochen, die manchmal auch hart rüberkommen kann. So, weil ich halt mich entschieden habe für bestimmte Sachen. Was aber nicht heißt, dass ich mich nicht nachher oder morgen anders entscheiden könnte. Ne? Also diese Kombination aus Flexibilität und Klarheit, die ist aus meiner Sicht auch eine Gratwanderung, die ja durchaus auch erlernbar ist und immer wieder eine Herausforderung, nicht zu flexibel zu sein, nicht zu weich, zu schwammig, ja? Nicht zu soft, aber auch nicht zu hart, nicht zu klar, nicht zu strukturiert. Und was gibt uns da die Möglichkeit, das miteinander zu vereinen? Das ist eindeutig unser Herz, weil das Herz hat eben auch diese Fähigkeiten. Es kann ganz klar seinen Rhythmus machen, ist aber dabei hochflexibel. Wir wissen, zwischen zwei Herzschlägen ist der Abstand immer unterschiedlich. Es ist nie der gleiche. Ja. So, obwohl es so kontinuierlich seine Arbeit macht, es bleibt wirklich dran, es ist fokussiert, ja, so, es liefert uns die ganze Zeit Energie, und vom Herzen können wir das wirklich lernen, ne, beides miteinander zu verbinden, die Weichheit und die Ausrichtung, will ich mal sagen. Ja, und es bringt ja auch, allein das Lauschen bringt dich ja so sehr in die Präsenz, in das Jetzt, und gleichwohl, du hattest das vorhin kurz angesprochen, die Demut, die Hingabe an das, was ich zeigen mag und was auch durch einen selbst mit Ausrichtung, durch einen selbst ausdrücken möchte. Das ist ja auch, das wissen wir ja nie. Das ist ja in jedem Moment neu, wie du sagst, und ständig in Veränderung. Also es ist dieses ewig Präsente und gleichzeitig das sehr Lebendige. So, ich bezeichne das manchmal ganz gerne, dass wir so die Alchemisten sind, dieses nach innen lauschen mit dem, was ist, und gleichwohl uns das dann wie mit auch hineinzugeben
was du vorhin schön beschrieben hast, wenn du wohin kommst und vielleicht da nicht so in harmonischem Sein bist, dann gibt es diese verschiedenen Möglichkeiten. Also ich fand das jetzt so sehr reich, dass ich glaube, ihr Lieben, verdaut das vielleicht. Vielleicht wollt ihr, habt ihr die Zeit und habt den Impuls, tatsächlich nachzulauschen in euch auch, in was es jetzt mit euch auch gemacht hat. Auch aus meiner Wahrnehmung ist wirklich so viel Welten des Klangs hast du jetzt eröffnet, weil du, so erlebe ich dich, darin bist und lebst. Und vielleicht mögt ihr wirklich es nachklingen lassen, was es in dir in Resonanz auch gebracht hat, was es in dir jetzt vielleicht auch der Klang, deine eigene Stimme, was auch immer sich dir mitteilen mag, wozu dieses Gespräch ein ganz, nicht nur ein Schlüssel des Lauschens ist, sondern ein Schlüssel, der etwas Großes geöffnet hat, möglich macht. Das ist ja immer eine Einladung. Also ich danke dir von ganzem, ganzem, ganzem Herzen, dem ganzen Sein, multidimensional, auf vielen Ebenen. Liegt dir dennoch noch was am Herzen, wo du sagst, ah, dafür möchtest du den Raum hier noch gerne nutzen oder es ist jetzt da und möchte noch ausgedrückt werden? Ja, danke für dieses Angebot. Und tatsächlich mag der Klang noch ein kleines Gedicht zum Besten geben, nur ein Vierzeiler, den er mir mal offeriert hat am Ende eines Workshops, wo ich manchmal auch in diese Leere, in diese Stille auch eintauche, um den Klang zu fragen, ob er uns noch was schenken möchte. Und da hat er mal einen solchen Vierzeiler geschenkt, den möchte ich euch gerne kurz vorstellen. Und zwar geht er so. Jeder Klang ist ein Tor. Der Schlüssel dazu ist dein drittes Ohr. Gehst du in ihn hinein, wird Neues in dir sein. Danke, lieber Klang, dass du poetisch das ausgedrückt hast, was ich versucht habe vorher zu sagen. Genau, deswegen hat es gerade gepasst, ja. Ja, danke für den Raum, liebe Nada. Es war mir eine Freude, mit dir über den Klang zu plaudern. Wobei natürlich ein Austausch jetzt auch noch total spannend wäre, noch über mehrere Stunden gehen könnte, wo wir auch noch mehr in die Details eintauchen könnten, in deine Erfahrungen und wie das mit meinen Erfahrungen übereinstimmt oder vielleicht auch nicht. Könnte super spannend werden, aber ja, die Länge der Zeit ist jetzt schon fast eine Stunde und von daher glaube ich, ist auch gut, eine Verdauungspause zu machen. Und wer mehr von uns beiden hören, wissen möchte, weiß ja, wie er uns findet und wie er uns kontaktieren kann. Das ist ja hier leicht möglich. Ja, und wer weiß, vielleicht gibt es keinen Punkt, es gibt ein Komma und es geht, Fortsetzung folgt. Lauschen wir, ob der Klang uns ruft. Also mich würde es sehr, sehr freuen, weil, ja, das ist jetzt jenseits der Worte, ich höre auf, das beschreiben zu wollen. Ihr könnt es, glaube ich, mittlerweile hören und lauschen und wahrnehmen und fühlen. Große Dankbarkeit für deine Bereitschaft und deinen Ausdruck. Ja, herzlichen Dank. Ja, ciao, ihr Lieben. Vielleicht demnächst mehr. Ciao. Ciao.